Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Maxim Giacomo betreibt investigativen Make-up-Journalismus. Ich habe heute ein Drama für euch. So dramatisch ist es nicht. Aber es ist ein bisschen dramatisch, denn was ist los mit Riva Loves Me? Was ist passiert? Warum ist es so, wie es jetzt ist? Und wenn ihr wissen wollt, was passiert ist, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Freunde, Freunde, Freunde. Es geht heute, Überraschung, wieder um eine neue Limited Edition. Und zwar hat Riva Loves Me die Golden Melodies LE gedroppt. Und ich habe sie neulich gesehen und bin dran vorbeigelaufen und dachte mir so, also ich bin ja eigentlich ein sehr, sehr großer Freund von Limited Editions aus der Drogerie, vor allen Dingen von Rival de Loop und Rival Loves Me. Es macht immer super viel Spaß, die Sachen zu reviewen, weil man weiß nicht, was man kriegt so ungefähr. Und deswegen bin ich hier und zeige euch die Sachen. Meistens eigentlich immer. Aber diesmal dachte ich mir so, wow. Aber dann habe ich ein Video gesehen von Lackadaisy in Spring. Ich verlinke euch ihr Video unter diesem Video. Könnt ihr gerne nachher mal vorbeischauen. Sie hat die Produkte auch reviewed. Und das hat mich so ein bisschen gekitzelt. Und ich dachte mir, okay. Ich war da, als der Aufsteller aufgebaut wurde. Und habe gesehen, dass, also wie dieses Ding da reingesetzt wurde. Und es war halb leer. Es hatte mich ein Produkt gefehlt. Einen Tag später habe ich das Video von Sarah Isabel gesehen. Und bei ihr war das genau derselbe Fall. Und sie hat ihre Mitarbeiterin bei Rossmann gefragt, was denn da los ist. Und sie meinten, sie haben den Aufsteller nur so bekommen. Freunde, ich habe mich parallel ein bisschen schlau gemacht. Sie auch. Also wie gesagt, schaut euch ihr Video gerne unten nach diesem Video einmal an. Auch auf dem Banner zu den Produkten fehlte ein Produkt. Und das ist die Face-Palette gewesen. Und das hat mich schon so ein bisschen stutzig gemacht. Was ist da los? Warum ist ein Produkt eigentlich für den Aufsteller gedacht, aber nicht auf dem Aufsteller drauf? Ich probiere heute mit euch die ganzen Produkte aus und ich hoffe, ihr habt Spaß, falls ihr mehr von solchen kleinen, investigativen Make-up-Journalismus-Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Freunde, wir haben richtig gut dazugelegt und ich freue mich, dass euch meine Videos im Moment wieder so gut gefallen und ich gebe mein Allerbestes und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Also, auch sie hat festgestellt, dass ein Produkt fehlt und das war die Face-Palette. Und jetzt kommt mein Investiger-Make-up-Journalismus dazu, Freunde. Wenn, also so eine Limited Edition, es dauert ungefähr 9 bis 12 Monate, so ein Produkt zu entwickeln, den Aufsteller zu konzipieren und dann mit Rossmann zu besprechen oder DM, je nachdem, wo es hinkommt, welche Produkte sollen damit rein. Rival Loves Me ist die Eigenmarke von Rossmann, deswegen ist das da so ein bisschen verkürzt wahrscheinlich. Aber mindestens 6 Monate. So, was ist vor 6 Monaten alles passiert? Well, you know. Guess what, bitch? Coronavirus! Und was sein kann, ist, dass als der Aufsteller konzipiert wurde, das ist in verschiedenen Fabriken wird das gemacht. Da wird dieses Plastikding gemacht, da wird die Pappe gemacht und da werden die einzelnen Shades produziert. Also meistens sind es so 3 bis 4 verschiedene Produktionsstätten oder es ist alles in einer großen Halle. Und das wird dann einfach zusammengefügt. Aber es geht nicht von einem Band raus. So, was ich mir vorstellen kann, ist, dass zu Anfang des Jahres eine Produktionsstätte schließen musste, aufgrund von offensichtlichen Problemen. Und sie es nicht mehr geschafft haben, rechtzeitig das Produkt zu machen. Der Aufsteller aber schon fertig war. Und ihr müsst euch hochrechnen, wie viele Rossmann-Filialen gibt es in Deutschland? Ich glaube 2500. Pi mal Daumen, vielleicht sind es auch nur 2000, aber es ist schon eine Menge. Und so ein Aufsteller kostet eine Menge Geld. Also das ist nicht nur ein Stück Plastik, sondern das ist eine Menge Geld. Und es ist meistens günstiger, dann einfach zu sagen, okay, dann bleibt dieses Ding einfach leer. Sieht ein bisschen doof aus, aber es ist immer noch günstiger, als die komplette Kollektion zu canceln. Jetzt aber mein Problem. In der Kollektion sind jetzt 4 Produkte drin, die zeige ich euch jetzt gleich, die so ein bisschen also, wir haben als erstes, und das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, die Golden Melody Make-up Converter Drops. Erinnert ihr euch, vor einer Woche habe ich euch von Rival de Loop die Waterproof Liquid Converter Make-up Drops gezeigt. Exactly the same, nur in einer anderen Farbe. Die sollen das Make-up wasserfest und schweißfest machen. Die sollen das Make-up wasserfest machen.
und vermutlich schweißfest. Also, exactly the same thing. Ich probiere mal auf meiner Hand aus. Genau dasselbe vom Gefühl, so ein bisschen wie so ein trockenes Öl, was man sich in die Foundation mischt. Dann haben wir ein Jelly Highlighter und auch den gab es neulich, schon ein bisschen länger her, von, ich glaube auch von Rival de Loop oder Rival Loves Me. Das kommt hier in so einem Döschen. Sehr, sehr jellyartig. Okay, it's a lot. Okay, wow. Ich habe den damals nicht gekauft, weil ich eigentlich diese Jelly Highlighter nicht wollte. Aber ich wollte hier auch nicht mit drei Produkten für euch antanzen. Wir haben einen Color Changing Lip Balm und eine Lidschattenpalette. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt erstmal die Base. Wir schauen, ob die Tropfen genauso gut funktionieren wie die anderen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das einmal hier in der Ecke oder einmal unten. Oder es wird euch vermutlich eh automatisch von YouTube, weil YouTube weiß eh alles besser als wir, angezeigt. Okay, ich nehme heute eine Foundation, die ich euch noch nicht zeigen kann. Darf ich noch nicht, ich habe extra nachgefragt. Es ist nicht meine Foundation. Es ist eine neue Drogerie-Foundation, die demnächst rauskommt. Und ich mische mir jetzt einfach so ein paar von diesen Tropfen mit rein. Preislich, typisch Rival de Loop, ne? Also nix dollet an Kosten. Ich glaube, das teuerste war die Lidschattenpalette, 3,99 oder so. Ich nehme meinen eigenen Beauty-Schwamm. Der ist im Moment exklusiv bei Rossmann online erhältlich. Ich dachte mir, das passt natürlich ganz gut. Und den werdet ihr jetzt eh hier öfter sehen, weil jetzt kann ich ihn euch ja zeigen. Ist einmal unten für euch in der Infobox verlinkt. Ihr seht, wie schön groß er ist. Er ist jetzt kalt, deswegen ist er so halbwegs rosa. Aber Technologie. Ich nehme meinen Schwamm und gehe hier mit rein. Ich hatte die Tropfen ja neulich schon benutzt. Und wollte euch da ein kleines Update geben. Also sie sind wirklich gut. Sie sind wirklich, wirklich gut. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Sie... Das ist ein Käfer. Ich mag sie wirklich gerne. Sie sind... Also sie machen das Make-up tatsächlich etwas langanhaltender. Also die Foundation, die ich jetzt hier benutze und ich teste sie jetzt gerade für anderthalb Wochen. Ich glaube, ich kann sie euch nächsten Freitag erst zeigen. Und ich trage die jetzt die nächsten anderthalb Wochen jeden Tag. Im Alltag und jetzt auch in den Videos, dass ich einfach schauen kann, wie es mit den verschiedenen Produkten funktioniert. Und ihr liebt ja Langzeit-Reviews, deswegen habe ich jetzt für euch eine anderthalbwöchige Everyday-Langzeit-Review. Ja, Freunde, wir hatten gestern Abend Burger King. Finger weg von Fastfood, Freunde. Ich sage das immer wieder. Aber manchmal muss das sein. Ich schaue mir die Foundation jetzt an. Okay, kein Spiegel. Also die Foundation sieht fantastisch aus. Sieht wirklich genauso aus wie die Converter Drops von neulich. Ich finde, das Finish sieht sehr, sehr schön aus. Man könnte die Foundation eigentlich auch jetzt ja, so benutzen tatsächlich. Ich könnte jetzt so rausgehen. Also die Tropfen sind wirklich gut, falls ihr sie euch noch nicht gekauft habt. Ihr habt wieder die Chance, die Produkte zu kaufen. Ich nehme jetzt ein bisschen Concealer, einfach nur so ein bisschen, hier von Milani. Den mag ich übrigens total gerne. Total günstig. Gibt es bei Cosmetic for Less, glaube ich. Okay, so viel zum Thema ein bisschen Concealer, ne? Aber ihr kennt das Spiel. Freunde, erzählt mir doch einfach mal, wie euer Wochenende war. Wir haben tatsächlich gestern, Sonntag, ja, gestern, komplett die Wohnung bei Danny einmal ausgemistet und alles gemacht. Steht bei mir diese Woche auch an. Ich finde so zweimal im Jahr liebe ich das. Das ist total befreiend, einfach mal alles durchzugehen und zu schauen, was kann weg, was darf bleiben. Okay, der stört mich total, der Pickel hier. I'm sorry. Wir setten das Ganze. Ich habe mir jetzt neulich hier das Anastasia-Puder gekauft. Ich weiß noch nicht, ob ich es mag. 40 Euro. Tschüss. Nehme einfach meinen Schwamm und dafür könnt ihr einfach diese flache Seite hier nehmen. Und dann gehe ich hier nur ganz leicht unter meinen Augen lang. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Jelly-Highlighter auf meinem Haar andrücken. Also er sieht schon wirklich sehr intensiv aus. Da sind 9 Milliliter drin und ich nehme jetzt einfach hier die Seite, gehe hier rein und trage mir das auf. Okay. Pro-Tipp. Ich hatte schon mal so einen Jelly-Highlighter und ich fand es ganz furchtbar, wenn man mit dem Finger da reingeht und das aufträgt, weil er dann so ein bisschen die Foundation wegzieht. Jetzt aber mit dem Schwamm, der ja wirklich schön feucht ist, einfach hier rüber, kann man das richtig schön einarbeiten und das sieht sehr, sehr natürlich aus. Also super wet. Kann ich mir auch gut vorstellen, den komplett in eine Foundation einzuarbeiten. Wow. Also das finde ich toll. Das gefällt mir gut. Also der Highlighter ist schon wirklich Richtung soft. Hier ist jetzt so eine leichte, harte Kante. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass so ein Jelly-Highlighter, es sieht ja wirklich schön auf meinem Handrücken aus,
aber auch nur richtig, richtig schön aussieht, wenn man keine Foundation drauf hat. Weil ansonsten das Ganze so ein bisschen, weiß ich nicht, das wird dann so. Es ist ja immer noch klebrig und wenn ich jetzt hier mit Puder rüber gehe. Ja, wobei. Schaut mal, ich hatte ja noch so ein bisschen Rest davon dran und bin damit unter meine Augen gegangen. Und das gibt dem Ganzen wirklich einen richtig schönen natürlichen Glow. Ich gehe jetzt einfach nochmal über diese gepuderten Stellen rüber und habe dann wirklich diesen Wet Look. Das sieht aus, als hätte ich mein Gesicht nicht gesettet. I'm gagging. Base gefällt mir so aber ganz gut. Sieht sehr frisch, sehr dewy aus. Als Blush, ich mache jetzt einmal schnell fertig hier. Skin Glazing Highlighter. Sieht schön frisch aus. Liebe die Base. Ich habe mir einmal ganz schnell die Augenbrauen drauf gemacht. Dazu benutze ich von Tarte den Sketch and Set Eyebrow Pen. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich muss das nur noch so ein bisschen verblenden, aber ich finde meinen Spuli gerade nicht. Spuli! Wo ist mein Spuli? Okay, Freunde, jetzt kommen wir zu den Lidschatten. Und da habe ich hier die Golden Melody Palette. Das ist eine sehr schön klassische Alltagspalette, würde ich sagen. Wir haben drei Matts und sieben Schimmertöne. Ja, bin gespannt. Ich nehme als erstes hier so einen kleinen, etwas festeren, fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Earthquake. Ich finde es. Kickback. Ich finde es toll, dass da Farbnamen mal draufstehen. Okay, also ich glaube, ihr habt es gerade gesehen. Schieß hier. Das ist schon nicht schlecht. Aber auch hier, mir fehlt eine hellere, matte Farbe, um das Ganze jetzt auszublenden. Ich kann es jetzt ausblenden, muss ich ja jetzt auch gleich machen. Aber, ja, also es sind wunderschöne Schimmertöne mit drin, aber so hier, ich glaube, einen von den dreien hätte ich nicht gebraucht. Aber so sieht es anders aus. Guck mal, so sieht der rosa aus. Der ist so ein bisschen shiftend. Aber ihr seht, schaut mal, ich gehe jetzt einfach nur, ich bin einmal rein und kann komplett das Auge voll machen. Crazy. Ich mache den Pinsel so ein bisschen sauber hier und blende jetzt schon mal hier die Kante leicht aus. Ja, aber das ist schade, dass ich jetzt hier nicht noch eine andere Farbe habe. Das, ihr wisst ja, ich liebe die Marke und alles Mögliche, aber ich erzähle euch ja immer so ein bisschen, wie ich mir so eine Lidschattenpalette vorstelle, dass man viele Farben aus derselben Kategorie hat, die man gut miteinander ausblenden kann. Ich bin ein ganz großer Fan davon, dass man an eine Lidschattenpalette bei der Konzeption so geht, dass jeder, der sich noch nie geschminkt hat, damit was schminken kann, wenn er weiß, dass man mit Farbabstufungen arbeitet. Und das fehlt mir hier so ein bisschen. Ich nehme jetzt hier von Anastasia einfach einen sauberen Pinsel und blende die Farbe aus, weil ich ja jetzt nichts anderes habe. Aber es geht ganz. Ja, also ich muss immer noch so ein bisschen rannehmen an Produkt, damit ich wieder etwas mehr rankriege, weil die Farbe sitzt schon sehr fest auf meiner Haut, was gut ist. Aber ich sehe schon wieder Kommentare, immer das Gleiche. Mir sind die Hände gebunden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Farbe ist gut, sehr schön pigmentiert. Ist sie vegan? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Steht nicht drauf. Aber es ist eine sehr schöne Farbe. Also ich mag ja diese Backsteintöne total gerne. Okay, ausgeblendet ist, mehr oder weniger. Ich nehme jetzt wieder den Pinsel von vorhin und gehe in die Farbe Hot Chili. Das ist ein etwas dunkleres Braun. Und das gebe ich mich hier hin, wobei ich das eigentlich gar nicht mehr verdunkeln müsste. Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man Lidschatten hat, die nicht, also wo ich nichts zum Ausblenden habe, dass man dann so sauber arbeiten muss und we don't have time for that. It's a lot. Ich gehe gleich in Thrill rein, gebe mir das hier außen hin, verdunkel das hier einfach so ein bisschen in die Crease. Gebe mir mit der kleinen Seite hier die Farbe Earthquake an meinen unteren Wimpernkranz. Also sie ist sehr pigmentiert, die Palette, da kann man nichts sagen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Feuerbändiger von Avatar. Ich nehme hier einen flachen kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Sundowner. Das ist so ein goldrosa Duochrome. Und das setze ich mir hier vorne schon hin und schieß hier. She's intense. Wow. Also, First Impression oder mittlerweile die 10. Farbe, die ich benutze, gehe hier noch in Explosive rein. Rival Loves Me, Rival de Loop, hat an der Qualität der Lidschatten gearbeitet. Das muss man ihnen lassen. Also, die haben wirklich was getan. Doch, 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 das sehe ich. Bemerke ich. Das muss man ja auch mal loben. Ne? Also das, wie,
Es ist ein sehr kleines Team bei Rival Loves Me. Ein wirklich sehr, sehr kleines Team. Man glaubt das gar nicht. Als ich die kennengelernt habe, war ich auch überrascht. Ne? I love you. Qualität der Lidschatten? On point. Muss man sagen. Für 3, 4 Euro. Was hat die Palette gekostet? Hammermäßig. Ich nehme jetzt hier noch einen kleinen angepointeten Pinsel. Gehe hier in die Farbe Honey. Und setze mir die hier hin. So, okay. She's cute. Feuerbändiger Avatar Shaking. Ich mache mal kurz Mascara rauf. First Impression kann ich euch gerne mal zeigen. Hier die Pillow Talk Push-Up Mascara von Charlotte Tilbury. Bürstchen ist sehr biegsam. Er hat aber auch noch extrem viel Produkt und die ist so flach. Also das verarbeitet mein Gehirn noch nicht so ganz. Diese Mascara. Wenn du so 20 Jahre lang mit so einer runden Bürste am Auge gewesen bist und jetzt auf einmal eine flache kriegst, it's a lot. Okay, also ich sehe wirklich aus wie ein Feuerbändiger. Ich habe es hier so ein bisschen übertrieben, aber irgendwie liebe ich es. Ihr kennt meine Looks mittlerweile. Ich will es so auffällig, wie es geht. Dazu jetzt schöne, krasse Lashes, eine nudefarbene Lippe, wäre gut. Wir haben hier aber noch ein Produkt, Freunde, und das ist der Color Changing Lipstick. Ich will keine Color Changing Lipsticks mehr haben. Ist aber, die Verpackung ist süß. Hier ist auch entweder Metall, ist Plastik, aber... Hallo? Hallo? Es geht nicht raus. Warum geht es nicht raus? Also hier ist ein Color Changing Lipstick. Ich kriege ihn gerade nicht raus. Ich nehme einfach hier so einen Pinsel und probiere mir das Produkt so ein bisschen runter zu holen da. Ja, geht. Why? Ich nehme hier einfach meine liebste Farbe. Nude Up, Nana Naked. So, Freunde, ich habe mal eben einen kleinen Liner hier aufgetragen, damit das so ein bisschen mehr zusammenkommt. Und von Banana Beauty die Farbe Nude Up. Also, Qualität der Lidschatten, okay, ist gut, kann man nichts zu sagen. Die Drops, ja, habe ich ja jetzt schon. Ich mag, kann diese Color Changing Clip Dinger nicht mehr sehen. Und es sieht aus, als wäre ich 3 Tage im Bergheim gewesen gerade irgendwie. Freunde, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Die Drops, die könnt ihr euch wirklich mal gönnen. Kauft sie euch mal, probiert es mal mit eurer liebsten Foundation aus, die vielleicht nicht so gut hält oder so. Es macht die Foundation wirklich langanhaltend. Die Lidschattenpalette, ja, ist schön, ist gut pigmentiert, will ich nichts zu sagen, aber ich kann es, irgendwann reicht's. So an diesen, das ist ja irgendwie immer wieder dasselbe. Der Jelly Highlighter, der sieht sehr schön auf meiner Hand aus, der auf auf nackter Haut im Gesicht, so ist er halt recht subtil. Ich bin gespannt, Freunde, was ihr zu den Produkten sagt. Lasst ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Ich danke euch, dass ihr heute hier mit dabei wart. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Passt auf euch auf.